London 1952. Der große Smog begann am 5. Dezember. In England hält das Wetter immer Überraschungen bereit. Vielleicht kündigt das einen schönen Sommer an. Vielleicht. Inzwischen ergreift uns etwas anderes. Man sieht es nicht. Man riecht es nicht. Routiniert reagierten die Bewohner auf die Nebelsuppe, die die Stadt an der Themse von einem Tag auf den anderen völlig in Besitz genommen hatte. Neu daran war nur eines: die Sicht war praktisch null. Wer an sich hinabblickte, sah nicht einmal seine Beine. Ich erinnere mich noch gut, dass ich meinen Weg ertasten musste und mich bemühte, die Straßennamen lesen zu können. Nebel waren in London nicht ungewöhnlich, doch das Erschreckende an diesem Nebel war, dass er nicht grau war, sondern gelb. Ein schmutziges Gelb, das Husten verursachte und den Ärzten zufolge für Menschen mit Atemwegsproblemen lebensbedrohlich sein konnte. Auf diese Art realisierten wir, dass gerade etwas Furchtbares vor sich ging. So gut es ging, versuchten sich die Londoner vor dem giftigen gelben Smog zu schützen. Trotz der Gesichtsmasken, die an allen Straßenecken verkauft wurden, setzten sich toxische Partikel in den Lungen ab. 4000 Menschen starben innerhalb der ersten 5 Tage, 8000 weitere in den darauffolgenden Wochen. Kaum jemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass bei diesem kontaminierten Nebel der Mensch seine Hand im Spiel hatte. In ihrem Streben nach Profit hatte die britische Regierung jahrelang die beste Kohle exportiert und die minderwertigen Kohlestücke dem eigenen Volk verkauft. Kohleheizungen waren weit verbreitet und Privathaushalte mussten ebenso mit dem billigen Heizmaterial Vorlieb nehmen wie Firmen und Fabriken. Mehrere Winter hindurch hinterließen Ruß- und Schwefeldioxid aus den Londoner Kaminen und Fabrikschloten enorme Rückstände am Boden. Als bei Einbruch der ungewöhnlichen Kälte im Winter 1952 die Londoner kräftig einheizten, vermischte sich der frische Kohlerauch mit den Schadstoffen am Boden. Aus der Erbsensuppe, wie die Londoner ihren Nebel humorvoll genannt hatten, wurde eine tödliche Mischung, die sie auch in den darauffolgenden Wintern immer wieder in Beschlag nahm und auf die sie mit ihrem berühmten britischen Humor reagierten. Die Reserviertheit der Briten hat vielleicht auch etwas mit einer skurrilen Erscheinung in den Straßen Londons zu tun. Es ist eine Smogmaske, eine geistreiche Erfindung. Alle gesellschaftlichen Annehmlichkeiten können wahrgenommen werden. Vier Jahre nach dem großen Smog lichteten sich die Nebel. Die Regierung beschloss mit dem Clean Air Act, die Luftverschmutzung in London mit drastischen Maßnahmen zu bekämpfen. Während man in England die Luftqualität per Regierungsbeschluss verbesserte, verließ man sich auf der anderen Seite des Atlantik im blinden Vertrauen auf den technologischen Fortschritt. Mitte der 1950er Jahre genehmigte das US-Landwirtschaftsministerium den großflächigen Einsatz eines Pflanzenschutzmittels, das scheinbar keine schädlichen Auswirkungen zu haben schien. Laut Propagandafilm handelte es sich um das Wundermittel schlechthin. Der totale Krieg hat die Suche nach einem leistungsfähigen Insektizid zwingend erforderlich gemacht. Das Ergebnis heißt DDT. DDT wirkt auf das Nervensystem und die motorische Koordination der Insekten und führt in weiterer Folge zu Unruhe, Zittern, Krämpfen, Lähmung und Tod.
Im Rennen um die höchsten Produktionsraten konnten Bauern nun ihren Traum von einer schädlingsfreien Landwirtschaft realisieren. Gastronomie und Supermärkte quollen über mit Obst und Gemüse. Voller Pestizide zwar, aber herrlich zum Anschauen und Reinbeißen. Systematisch wurde nach Feldern und Obstplantagen auch das Vieh besprüht und dann der Mensch. Ganz Amerika verschwand unter einer DDT-Wolke. Ohne Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand kamen Mensch und Tier in den großzügigen Genuss des angeblich ungefährlichen Gases. Als krankhaft bezeichnete damals nur eine einzige Biologin den hemmungslosen Einsatz von DDT. Rachel Carson schlug Alarm. Pestizide verpesten die Luft, das Wasser und den Boden für viele Jahre, warnte sie. Das Zwitschern der Vögel im Frühling könnte bei einem weiteren unkontrollierten Pestizideinsatz eines Tages der Vergangenheit angehören. Ihr 1962 publiziertes Buch »Der stumme Frühling« sorgte für Kontroversen quer durch die US-Regierung. Als Rachel Carsons Buch erschien, arbeitete ich im Landwirtschaftsministerium und konnte mitverfolgen, wie sich ihre Ansichten auf die verschiedenen Aktivitäten des Ministeriums auswirkten. Die erste Reaktion der meisten Wissenschaftler innerhalb des Beamtenapparats war Ablehnung und Kritik. Sie sahen sich in ihren Grundsätzen bedroht. Prompt reagierten Industrie und US-Regierung in Gestalt eines berühmten amerikanischen Biochemikers. Robert White Stevens holte zum Gegenangriff aus. The major claims in Miss Rachel Carson's book. Rachel Carsons Buch ist eine verzerrte Wiedergabe der Tatsachen und von wissenschaftlicher Beweisführung genauso weit entfernt wie von praktischer Felderfahrung. And general practical experience in the field. Miss Carson maintains. Miss Carson behauptet, das Gleichgewicht der Natur sei ausschlaggebend für das Überleben der Menschen, wohingegen der moderne Chemiker, der moderne Biologe und der moderne Forscher davon ausgehen, dass der Mensch die Natur kontrolliert. Heftige Attacken von Seiten der Chemieindustrie verhalfen dem Buch zu Publicity. Es avancierte zum Bestseller. Vor 15 Millionen Zusehern überzeugte Rachel Carson in einem CBS-Interview mit sachlichen Argumenten und befreite sich vom Image einer unseriösen Hysterikerin, das ihre die Kritiker angehängt hatten. Wir müssen daran denken, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, diesen Chemikalien von Geburt an ausgesetzt sind. Vielleicht sogar schon vor ihrer Geburt. Wie werden sie als Erwachsene darauf reagieren? Wir wissen es einfach nicht. Nach tausenden Briefen besorgter Bürger unterzeichnete US-Präsident Lyndon B. Johnson zwei Jahre später ein Gesetz, das den künftigen Einsatz von Pestiziden regelte. Rachel Carson konnte ihren Erfolg nicht mehr miterleben. Sie starb einen Monat zuvor im Alter von nur 56 Jahren an Krebs. Dieses Gesetz soll die Gesundheit und das Leben aller Amerikaner vor Pestiziden schützen, die nicht vollständig getestet sind. Ich bedauere, dass jene Stimme, die sich so oft und so eloquent dafür eingesetzt hat, die Stimme von Rachel Carson, heute stumm ist. Sie wäre in diesem Moment sehr stolz auf dieses Gesetz. Chemische Produkte sollten erst nach Bewertung der Folgen für Mensch und Umwelt eingesetzt werden, forderte Rachel Carson. Als erste Wissenschaftlerin der Welt sprach sie sich für eine Vorgangsweise aus, die heute Anwendung findet. In Europa erfasste die EG chemische Substanzen erstmals 1981. Zu unserer Überraschung stellten wir dabei fest, dass etwa 100.000 verschiedene Chemikalien am Markt waren. 97% davon waren niemals evaluiert worden. Der Preis, den die Menschheit dafür bezahlt hat, ist enorm. Anders lässt sich der rasante Anstieg von Krebs nicht erklären. Wir haben eine weltweite Krebsepidemie, die sich größtenteils auf verantwortungslose Politik zurückführen lässt.
Der schleißige Umgang mit der Umwelt nahm seinen Anfang in den Wirtschaftswunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Namen des Fortschritts stand das Streben nach Profit von nun an oberster Stelle, oft zulasten der eigenen Bevölkerung. Ein besonders erschreckendes Beispiel für das Vorgehen der Politik bot Japan Mitte der 1950er Jahre. Bewusst wurde über viele Jahre hinweg industrielle Umweltverschmutzung von der Regierung in Kauf genommen und vertuscht. Als 1952 in der Bucht von Minamata, einem Fischerdorf auf der Insel Kyushu, Katzen eigenartige Koordinationsprobleme und Deformierungen aufzuweisen begannen, schenkte dem Phänomen noch niemand Beachtung. Erst als einige Jahre später Einwohner des Küstendorfs von furchtbaren Schüttelanfällen geplagt wurden, setzten sich Mediziner erstmals mit den Symptomen der Krankheit auseinander. Zu diesem Zeitpunkt begann ein junger Arzt seine Karriere in Minamata. Ihre Hände zitterten vollkommen unkontrollierbar. Sie konnten nicht sprechen und wir konnten nicht verstehen, was sie sagen wollten. Sie sabberten und waren nicht in der Lage, gerade zu gehen, weil ihre Beine versagten wie bei Betrunkenen. Die seltsame Krankheit trat in Verbindung mit unterschiedlichen Symptomen wie Krämpfen, Blindheit, Taubheit, Gleichgewichtsverlust und einer irreversiblen Schädigung des Nervensystems auf. Viele Patienten verfielen in Agonie. Als die Geburtenanzahl behinderter Kinder in die Höhe schnellte und feststand, dass vor allem Fischerfamilien betroffen waren, machte die Bevölkerung von Minamata aus Angst vor Ansteckung einen großen Bogen um die Kranken. Bald schon fiel der Verdacht auf den Chemiekonzern Chisso, der in der Bucht von Minamata als Hauptarbeitgeber der Region fungierte. Seit den 1930er Jahren hatte die Fabrik die bei der Plastikherstellung entstandenen Quecksilbermoleküle direkt in das Binnenmeer geleitet, wo sie den Meeresgrund und die Fische vergifteten. Da niemand handfeste Beweise hatte, ergriff die Konzernleitung selbst die Initiative. Ein Expertenteam wurde angeheuert, das in Experimenten mit Katzen die unmittelbaren Folgewirkungen der Quecksilbervergiftung nachwies. Das Untersuchungsergebnis verschwand in einer Schreibtischlade des Direktoriums. Die Öffentlichkeit blieb uninformiert. Wenn die Angestellten außerhalb des Betriebes darüber diskutierten, wurden sie sofort entlassen. Innerhalb der Firma gab es eine Art stillschweigendes Abkommen, dass wir über dieses Thema nicht reden. Drei Jahre nach dem Auftreten der ersten Symptome bei Menschen fanden unabhängige Forscher den Auslöser der Krankheit. Sie brachten den Fall an die Öffentlichkeit. Die Fischer von Minamata begannen sich zu organisieren. Sie blockierten den Hafen, protestierten vor dem Fabriksgelände und forderten einen sofortigen Stopp der Quecksilberabwässer. Die Manager von Chisso riefen die Polizei. Nach massiven weiteren Protesten ließ die Konzernleitung alibihalber einen Filter installieren. Ungeachtet dessen wurden die toxischen Substanzen weiterhin direkt in das Gewässer geleitet. Jahrelang zogen die Fischer von Minamata vergiftete Fische aus ihren Netzen, während Chisso von der japanischen Regierung als Vorzeigebetrieb für den Wirtschaftserfolg Japans gefeiert wurde. Die Fischer von Minamata gaben nicht auf. Kein Wort des Bedauerns hatte das Management ihren Familien gegenüber gefunden. Und die Umstellung auf eine umweltfreundlichere Produktionsmethode 1966 war eine ausschließlich profitorientierte Entscheidung gewesen. Während sie weiterhin ihre Toten begruben, zogen die Fischerfamilien, unterstützt von den ersten japanischen Umweltgruppen, 20 Jahre nach dem Skandal vor Gericht. Der außergewöhnliche Prozess endete 1973 mit einem ebenso außergewöhnlichen Urteil.
Neben Kompensationszahlungen wurde die Konzernleitung verpflichtet, sich höchstpersönlich mit den Angehörigen der betroffenen Familien zu treffen. Mittlerweile hatte die chronische Vergiftung, die Schädigungen des zentralen Nervensystems verursacht, unter der Bezeichnung Minamata-Krankheit Eingang in die Medizinliteratur gefunden. Können Sie uns unsere Familien zurückgeben? Nein. Unsere Kinder? Nein. Mit Geld können Sie uns unsere Lieben nicht ersetzen. Von den ca. 17.000 Geschädigten waren viele ihr Leben lang schwer behindert. Etwa 3.000 Personen dürften Schätzungen zufolge gestorben sein. Gelernt wurde aus dem Vorfall nicht viel. Wirtschaftsboom und Konsumrausch beherrschten die 1960er Jahre. Umweltverschmutzung und die Gefahren der Ausbeutung natürlicher Ressourcen blieben Schlagworte einer häufig als hysterisch bezeichneten Ökobewegung. Eine der großen Errungenschaften des Menschen war das Erdöl. Mit der industriellen Nutzung stiegen aber auch die Risiken einer Verschmutzung der Weltmeere. Eine gewaltige Ölpest verursachte im März 1978 ein Tanker des US-Konzerns Amoco, der an der Küste der Bretagne mit einem Felsen kollidierte und unterging. Wir sind ungefähr 100 Meter vom Tanker Amoco Cadiz entfernt. Und es ist schockierend, wir hören ominöse Geräusche aus dem Rumpf. Sehen Sie meine Hand? Mindestens 30, 40, 50 Zentimeter ist hier nur Öl. Ich weiß nicht genau, wie viel Öl hier ist. Das aus dem auseinandergebrochenen Tanker ausfließende Rohöl verschmutzte mehr als 350 Kilometer der französischen Küstenregion. Die Aufnahmen dieses Kormorans schockierten die Weltöffentlichkeit. Die betroffenen Gemeinden engagierten zwei junge Anwälte, die sich auf Umweltrecht spezialisiert hatten. Corinne Lepage und ihr Ehemann und Geschäftspartner Christian Huglot beschlossen, den amerikanischen Ölkonzern vor ein amerikanisches Gericht zu bringen. Christian Huglot und ich hatten damals ziemlich viele schlaflose Nächte. Wir fragten uns, ob wir den Mumm haben, 90 Gemeinden, zwei Departements und ich weiß nicht wie viele hunderte Experten vor ein US-Gericht zu bringen, für eine Klage, die sehr riskant war. Wir mussten vor einem amerikanischen Gericht eine Straftat verfolgen, die es damals noch gar nicht gab. Es war das erste Gerichtsverfahren wegen Meeresverschmutzung und es gab keinen Präzedenzfall. Jahre lang stritten die französischen Kläger mit den amerikanischen Verteidigern, bevor das Chicagoer Gericht Amoco zu Schadensersatzzahlungen verurteilte. Zum ersten Mal wurde ein Konzernhaftungsrecht angewandt und ein Urteil nach dem Verursacherprinzip ausgesprochen. Zum ersten Mal wurde ein mächtiger Ölkonzern wegen Umweltverschmutzung schuldig gesprochen. Trotz ihres Erfolgs bleibt für Corinne Lepage ein schaler Nachgeschmack. Eine der perversen Konsequenzen aus dem Fall Amoco Cadiz war, dass die Ölkonzerne ihre Methoden änderten. Sie verkauften ihre Flotten an andere Unternehmen. Manche waren ehrlich, andere aber auch dubios und unseriös. Die Ölfirmen charterten die Schiffe und was macht jemand, der ein Schiff mietet? Er sucht sich das Schiff aus und versucht, die Miete zu reduzieren. Wie reduziert man die Mieten? Man übt Druck auf die Schiffseigentümer aus, die daraufhin ihre Crews unterbezahlen und keine Reparaturen mehr durchführen. Und dann passiert so etwas wie die Erika. Es ist seit 20 Jahren das spektakulärste Schiffswrack an der Küste der Bretagne. Der 180 Meter lange Öltanker Erika ist in zwei gebrochen. Es dauerte 3 Stunden, bis die 26 indischen Besatzungsmitglieder in Sicherheit gebracht waren.
Solange das System solche Machenschaften deckt und es keine rechtschaffenen Kreise gibt, die die vielen verschiedenen Spieler und Geschäftspartner dazu bringen, gemeinsam für Sicherheit zu sorgen und Unfallprophylaxe zu betreiben, solange wird immer der Profit gewinnen. Zunehmende Profitgier auf Kosten der Umwelt führte in Europa zur Gründung der ersten Ökoparteien. In Österreich machten Querdenker wie Freda Meissner-Blau und Günther Nenning auf ökologische Anliegen aufmerksam. Dem Wachstum der Wirtschaft dürfe nicht der Lebensraum der Menschen geopfert werden, war das Credo der neuen Bewegung. Mit Protesten zwangen sie die Politik zu handeln und brachten damit nicht nur einen Stein ins Rollen. Als Privileg der Reichen wurde Umweltschutz in Ländern der Dritten Welt kritisiert. Ein Ausbau der Industrie war zur Bekämpfung der Armut unausweichlich. In Indien führten technische Pannen in einer amerikanischen Schädlingsbekämpfungsfabrik zum schlimmsten Chemieunfall der Welt. In der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1984 gelangten in der indischen Großstadt Bhopal infolge schlechter Wartung aus einem Tank der Union Carbide Corporation mehrere Tonnen giftiger Substanzen an die Oberfläche. Die Gaswolke überraschte die etwa 100.000 in den Elendsvierteln im Umkreis der Pestizidfabrik lebenden Menschen im Schlaf. Schwere Verätzungen der Augen und Atemwege waren die unmittelbare Folge. Zehntausende Verletzte warteten lange Zeit vergeblich auf Hilfe. Wir sind hilflos. Die Kinder sterben vor unseren Augen und ich kann nichts tun. Durch direkten Kontakt mit der Gaswolke verloren tausende Opfer ihr Augenlicht, bevor das Gas in die Lungen eindrang und sie qualvoll erstickten. Auf bis zu 30.000 Tote beläuft sich Schätzungen zufolge die Opferzahl. Die indische Bürgerrechtlerin und Umweltaktivistin Vandana Shiva kam 3 Tage nach dem Unfall nach Bhopal und wollte helfen. Diese Nacht im Dezember 1984 ist für alle Inder unvergesslich. Das ist eine ganz besondere Art und Weise, wie aggressiv und brutal sich der moderne Mensch aus einem einzigen Grund der Natur gegenüber verhält: aus Profitgier. Die ständige Suche der Konzerne nach einer Optimierung der Produktionsprozesse bei gleichzeitiger Einsparung von Arbeitsplätzen und Produktionsmitteln hatte zu dieser Katastrophe geführt. Der amerikanische Chemieriese hatte seinen Standort bewusst in das Niedriglohnland Indien verlegt, in dem nur wenige Sicherheitsvorschriften galten. Das zur Vermeidung derartiger Störfälle installierte Kühlsystem war 5 Monate zuvor aus Kostengründen abgeschaltet worden. Ebenso die Alarmsirene. Das Phänomen, das mit allen Umweltkatastrophen einhergeht, ist die Trennung von Profit und Verantwortung. Diese Aufspaltung ist meines Erachtens der Auslöser der meisten Desaster, weil sie, die gewinnen, niemals den Preis dafür bezahlen. Nach wie vor streitet Union Carbide jede Verantwortung ab. Nach 10 Verhandlungen zahlte der Chemiekonzern zwar Schadenersatz an den indischen Staat, doch bis heute sind Luft und Grundwasser vergiftet und Hunderttausende leiden immer noch an den Folgeschäden. Nur wenige Ereignisse unterstreichen das allmähliche Erwachen des Gewissens gegenüber der Umwelt und sozialer Krisen. Bhopal und Minamata haben eindrucksvoll gezeigt, dass technologischer Fortschritt nicht zwangsläufig zu menschlichem Fortschritt führt. Wenn wir den technologischen Fortschritt nicht mit demokratischen Mitteln kontrollieren, wird er sich gegen uns wenden.
Gegen diesen Fortschritt um jeden Preis protestierten mit Erfolg Kernkraftgegner in Österreich, als sie die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf verhinderten. Die Demonstrationen in Österreich verliefen friedlich. In Frankreich griff die Polizei in die Protestmärsche ein. Ein junger Umweltaktivist starb, nachdem ein Polizist eine Handgranate in die Menge geworfen hatte. Nach den Ölkrisen der 1970er Jahre setzten viele Regierungen auf die Entwicklung der Kernenergie als vermeintlich sichere Alternative zur Stromherstellung. Wie es um die Sicherheit der Kernkraftwerke tatsächlich stand, zeigt ein Störfall am 26. April 1986 in Tschernobyl. Die Sowjets hielten ihre Reaktoren immer für extrem sicher. Der Physiker Alexandrow behauptete bei verschiedenen Anlässen, man könnte ein Atomkraftwerk direkt auf den Roten Platz stellen und nichts würde jemals passieren. Das Kernkraftwerk in Tschernobyl im Norden der Ukraine galt tatsächlich als Vorzeigekraftwerk der UdSSR. Massive Konstruktionsmängel und schwere Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften führten zu jenem Super-GAU, mit dem das Werk letztendlich in die Geschichte einging. Im etwa 4 Kilometer entfernten Pripyat, einer Stadt, die nur für die Familien der Kraftwerksangestellten gegründet worden war, ging das Leben für die 48.000 Bewohner unmittelbar nach dem Unglück ungestört weiter. Die geruchlose und unsichtbare radioaktive Wolke bemerkte niemand. Die erste Information, die wir bekamen, war folgende: Ein Unfall, ein Brand, kein Wort von einer Explosion. Anfangs teilte man mir sogar mit, es hätte keine Explosion gegeben. Die Konsequenzen dieser Fehlinformation waren dramatisch. Dank des schönen Wetters befanden sich die meisten Einwohner von Pripyat im Freien. Die Luft, die sie einatmeten, enthielt die 50-fache Menge der zugelassenen Höchstdosis an Radioaktivität. Die weißen Blitze dieser Aufnahme zeigen, wie die radioaktive Strahlung auf den Film wirkt. Zwar wunderten sich die Passanten über die eigenwillige Kleidung der Soldaten, die die Radioaktivität in den Straßen messen sollten, doch eine offizielle Auskunft gab es nicht. Unsere alten Kriterien waren vollkommen wertlos. Natürlich hatte es bei uns und bei den Amerikanern bereits Nuklearunfälle gegeben, doch man hatte sie immer geheim gehalten. Nie zuvor war ein Unfall in diesem Ausmaß passiert. Wir dachten damals noch, dass wir den Reaktor im Mai oder Juni wieder in Betrieb nehmen können. Als die Messergebnisse aus Pripyat im Kreml eintrafen, blieb den Verantwortlichen keine andere Wahl mehr. 36 Stunden nach dem Reaktorunfall wurde die Evakuierung veranlasst. Dass es ein Abschied für immer wird, wussten die Menschen nicht. Innerhalb der folgenden Monate starb ein Drittel der Bevölkerung. Pripyat mutierte zur Geisterstadt. Satellitenaufnahmen 48 Stunden nach dem Unfall zeigten einen vollkommen ausgebrannten Reaktor. Auf den Bildern ebenso klar erkennbar war eine schwarze Rauchwolke, deren radioaktive Partikel sich innerhalb kürzester Zeit über Europa ausbreiteten. Skandinavien schlug als erstes Alarm. In Österreich wurde eine Strahlenwarnung erst 4 Tage später ausgegeben. Lange Zeit konnten sich die Experten nicht über die realen Gefahren der radioaktiven Belastung einigen. Unmittelbar nach dem Unfall begannen die Lösch- und Aufräumarbeiten.
Sieben Monate lang wurden etwa 200.000 Helfer, sogenannte Liquidatoren, in Tschernobyl beschäftigt. Nie zuvor waren Menschen einer so hohen radioaktiven Strahlung ausgesetzt. Für Tausende war die Strahlendosis tödlich. Du gehst die Stiege hinauf, läufst über das Dach bis an die Ecke, dann kletterst du über die Kante und rennst ans Ende. Weiche nicht vom Weg ab. Wenn du am Ziel bist, zählst du bis 90, dann wirfst du dein Werkzeug hinunter und läufst zurück. Um einen weiteren Austritt von Radioaktivität zu unterbinden, wurde in den folgenden Monaten ein provisorischer Betonmantel um den zerstörten Reaktor errichtet. WHO-Schätzungen zufolge waren am Bau des Sarkophags bis zu 700.000 Helfer beteiligt. Mindestens 100.000 von ihnen starben vor ihrem 40. Geburtstag. In den kontaminierten Regionen stieg die Zahl der Krebserkrankungen massiv an. Hunderttausende leiden an den Folgewirkungen. Die Lebenserwartung ist deutlich gesunken. Bis heute sind die Langzeitfolgen schwer abzuschätzen. Offizielle russische Angaben sprechen nach wie vor von weniger als 50 Strahlenopfern. Der Bau neuer Kernkraftwerke wird immer wieder angedacht. Mir fällt auf, dass wir immer mehr dazu tendieren, die Folgen dieser Katastrophe auf die leichte Schulter zu nehmen. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten uns an Tschernobyl erinnern und aus dieser Lektion auch etwas lernen. Tschernobyl hat uns etwas gelehrt, was wir davor nicht wussten. Was ist eine Nuklearkatastrophe? Tschernobyl hat diese Frage beantwortet, jetzt wissen wir es. Die ganze Fehlinformation der Verfechter der Atomindustrie wurde von der Realität weggeschwemmt. Deshalb müssen wir den Leuten heute sagen, hört zu, ein Unfall wie dieser kann jederzeit wieder passieren. Sicherlich nicht jeden Tag, zum Glück ist die Chance relativ gering, aber sollten wir wegen der Elektrizität wirklich ein solches Risiko in Kauf nehmen? Pour avoir de l'électricité, on court ou non ce risque. In der Geschichte der Umweltkatastrophen markierte Tschernobyl einen Wendepunkt. Nie zuvor hatte ein Industrieunfall einen ganzen Kontinent in Mitleidenschaft gezogen. Globale Auswirkungen sind mittlerweile auch durch die Abholzung der Regenwälder unumstritten. Dem Kahlschlag der tropischen Bäume schenkt man in manchen Ländern deshalb bereits etwas mehr Beachtung. Die Vernichtungsdynamik hat dennoch eine erschreckende Effizienz erreicht. Und es mangelt an tiefgreifenden Gegenmaßnahmen. Wir zerstören ein Ökosystem, von dem unser Leben abhängt. Keine Zivilisation kann ohne jenes Ökosystem existieren, das sie am Leben erhält. Das ist unmöglich. In einer einzigen Minute verwüstet eine perfekte Maschinerie im Amazonasgebiet einen funktionierenden Wald in der Größe von bis zu 5 Fußballfeldern. Wenn man im Abstand weniger Jahre immer wieder in dieselben Länder und in dieselben Regionen zurückkehrt, kann man die Auswirkungen sehr deutlich erkennen. Die Abholzung ist sichtbar. Das, was zuvor nur in Zahlen und Statistiken existierte, wird plötzlich visuell. Wenn wir so weitermachen, werden wir es nicht bis zum Ende dieses Jahrhunderts schaffen. 2050 wird kein einziger Hektar Regenwald mehr übrig sein. Das ist der Wald mit der reichsten Biodiversität. Wir müssen uns bewusst werden, dass jedes vierte Medikament, das wir heutzutage verwenden, Moleküle und aktive Bestandteile enthält, die wir unter der Baumkrone tropischer Regenwälder entdeckt haben. Der Schlüssel zur Lösung
Lösung der meisten medizinischen Probleme liegt in diesen Regenwäldern. Vollkommen außer staatlicher Kontrolle geraten, finden 80% der Holzernteaktivitäten im südamerikanischen Amazonasgebiet illegal statt. Als Rohstoff dient das Holz der Herstellung von Papier, Möbel und Baumaterial. In Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit ist die systematische Ausbeutung ein Überlebensfaktor. Die durch Brandrodung entstehende Kohle dient den Anrainern zum Kochen und Heizen. Bereits in den 1980er Jahren warnte der brasilianische Kautschukzapfer Chico Mendes vor den Gefahren großflächiger Abholzung. Also, was sind die Folgen, wenn man die Bäume fällt? Abgesehen davon, dass abertausende Menschen ihre Arbeit verlieren, an Hunger, Not und Gewalt leiden, wegen einer Politik zugunsten mächtiger Landlords, hat die massive Rodung unserer Wälder auch enorme Auswirkungen auf unser heutiges Klima. Mit Protestmärschen gegen die Zerstörung der Amazonaswälder mutierte Chico Mendes zum Feindbild der brasilianischen Bau- und Holzindustrie. 6 Anschläge überlebte er dank seiner stets bewaffneten Bodyguards unbeschadet. Einen Monat nach diesen Aufnahmen wurde der engagierte Umweltaktivist auf seiner Veranda vom Sohn eines Großgrundbesitzers erschossen. Immer wenn sich eine Person gegen die Interessen der Industrie, der Politik erhebt, riskiert sie ihr Leben. Natürlich will niemand von uns sterben. Und keiner setzt freiwillig sein Leben aufs Spiel. Aber leider ist das manchmal der Preis. Nachdem gigantische Waldgebiete von der Bildfläche verschwunden waren, richtete die Weltöffentlichkeit in den 1990er Jahren erstmals ihre Aufmerksamkeit auf diese kontinuierliche Umweltzerstörung. Als einer der ersten Prominenten reiste Sting in den Regenwald. In einer improvisierten Pressekonferenz betonten Sting und der Indianerhäuptling Rahoni in aller Ruhe die Wichtigkeit ihres Projekts. Wenn der Regenwald stirbt, ist mein Land in Gefahr. Die Europäer und Nordamerikaner werden dieselben Probleme haben wie die Kayapo und die anderen Eingeborenen im Amazonas. Heute beschränkt sich die Abholzung der Regenwälder nicht mehr auf Südamerika. Auch in Afrika und Asien fallen Jahr für Jahr mehr als 13 Millionen Hektar Wald einer Landwirtschaftspolitik zum Opfer, die auf Rinderzucht, Sojabohnen und Palmöl für Biosprit setzt. Der grünen Lunge unseres Planeten geht langsam die Luft aus. Das Dramatischste, das ich in letzter Zeit gesehen habe, war sicherlich Borneo mit seinen tausenden Hektar abgeholztem Wald für die Palmölproduktion. Du denkst an die Orang-Utans, an die Klimaerwärmung. Wir fällen die Bäume schneller, als sie nachwachsen können. Wir fangen die Fische schneller, als sie sich fortpflanzen. Und wir setzen mehr CO2 frei, als sich abbauen kann. Wenn du das den Leuten hier sagst, lachen sie dir ins Gesicht. Sie sagen, das ist meine Lebensgrundlage, meine Arbeit. Wir können ihnen das nicht vorwerfen. Das Palmöl wird für uns produziert. Und die Regenwälder im Amazonasgebiet müssen den Sojabohnen weichen, die zur Ernährung unserer Rinder benötigt werden. Wir Menschen sind diejenigen, die nach jenen Produkten verlangen, für die die Wälder zerstört werden. Wenn Rindfleisch zulasten des Waldes produziert wird, können wir uns entscheiden, kein Rindfleisch mehr zu wollen. Wenn wir kein Rindfleisch kaufen, wird kein Wald zerstört. Du kannst dich nicht in einer Großstadt zurücklehnen und sagen, ich bin nicht im Wald, ich fälle keine Bäume, was ich mache ist okay. Mit deinem eigenen Lebensstil
und deinem Umgang mit Ressourcen, mit deinem Essen, deiner Kleidung und all dem, worauf du Wert legst, könntest du irgendwo auf der Welt die Abholzung vorantreiben. Für ihren engagierten Einsatz für nachhaltige Entwicklung, Frieden und Demokratie erhielt die kenianische Wissenschaftlerin 2004 den Friedensnobelpreis. Berühmt wurde sie für ihr gigantisches Aufforstungsprojekt The Green Belt, in dessen Rahmen in Afrika 30 Millionen Bäume gepflanzt wurden. Der Friedensnobelpreis soll uns sagen, es wird heiß, tut etwas. It's hotting up. Wake up. Do something. Inwieweit der Mensch Einfluss auf die Klimaerwärmung nimmt, war selbst unter Wissenschaftlern lange Zeit umstritten. Erst als 2007 der Weltklimarat der Vereinten Nationen in seinem von einem internationalen Expertengremium erstellten Bericht die Rolle des Menschen in Bezug auf die Klimaveränderungen hervorstrich, begann ein langsames Umdenken. Dass unser Konsumverhalten und der damit in Verbindung stehende Ausstoß von Treibhausgasen drastisch geändert werden muss, bezweifelt mittlerweile kein seriöser Wissenschaftler mehr. Mit dem Anstieg der Gaskonzentration haben wir so etwas wie eine Zwischenschicht kreiert. Ein Teil jener Hitze, die die Erde zurück in das Weltall reflektiert, wird von diesen Gasen blockiert und strahlt zurück auf die Erde. Deshalb erwärmt sich unsere Erdoberfläche. Aus einer Vielzahl von Gründen erschaffen wir auf diese Art und Weise neue Klimaverhältnisse. Während auf der einen Seite unseres Planeten die Gletscher schmelzen, breiten sich in anderen Teilen der Welt Wüsten aus. Niederschläge und Stürme nehmen an Häufigkeit und Intensität zu. Die Metamorphose der Natur vollzieht sich in raschen Schritten. Beim Klimagipfel in Rio de Janeiro 1992 einigten sich 193 Staaten auf eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration. Nicht zuletzt auch dank einer 12-jährigen Kanadierin, die 3 Jahre zuvor eine Umweltschutzorganisation gegründet hatte. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Trotz der Einigkeit schaffte es keine einzige Regierung, Grenzwerte für die Treibhausgasemission gesetzlich zu verankern. Erst 5 Jahre später galt das Kyoto-Protokoll als erster konkreter Schritt, die Ziele von Rio umzusetzen. Und auch das erst nach mehreren Anläufen. Wir befürworten einstimmig die Verabschiedung dieses Protokolls. Um mindestens 5% wollten die teilnehmenden Industrieländer den Ausstoß der Treibhausgase bis 2012 senken. Nur die USA unter George W. Bush waren dagegen. Die Natur nahm ihr Schicksal selbst in die Hand. Der amerikanische Traum wurde zum Albtraum, den Millionen Menschen live im Fernsehen verfolgten. Prozent von New Orleans standen mehr als 7 Meter tief unter Wasser. Mindestens 2000 Menschen starben, mehr als 1 Million versuchte, ihre letzten Habseligkeiten aus den Fluten zu retten. Es war der teuerste Wirbelsturm der USA.
Auf die kostspieligen Folgewirkungen von Umweltkatastrophen weist seit Jahren der britische Ökonom Nicholas Stern hin. Umweltschutz käme langfristig billiger, ist er überzeugt. Nichts für den Klimaschutz zu tun, wird uns zwischen 5% und 20% unseres Nationaleinkommens kosten. Die Kosten für die Suche nach alternativen Treibstoffen für Wind- und Solarkraft betragen etwa 1 bis 2% des Nationaleinkommens. Von welcher Seite man es auch betrachtet, es macht wirtschaftlich Sinn, sich jetzt stark für den Klimaschutz einzusetzen. Bei der Luftverschmutzung hat China den USA mittlerweile den Rang abgelaufen. Als voraussichtlich einziges Land der EU könnte jedoch Österreich 2012 die Kyoto-Ziele verfehlen. Vielleicht werden dann auch wir uns an ein Accessoire gewöhnen müssen, das wir bisher vor allem aus fernöstlichen Fernsehbeiträgen kennen. Das ist der Moment der Wahrheit. Heute bleiben uns noch 10 Jahre Handlungsspielraum. Schaffen wir das? Al Gore hat es hervorragend auf den Punkt gebracht. Werden wir in 20 Jahren sagen, super, es ist uns gelungen? Oder, das waren komplette Idioten, sie wussten, was passieren wird. Jeder konnte es sehen, aber niemand wollte es glauben und keiner wollte reagieren. Die Finanz- und Wirtschaftskrise setzte viele unserer Gepflogenheiten und Regelungen außer Kraft, die seit Jahrzehnten Gültigkeit hatten. Nichts scheint mehr so zu sein, wie es einmal war. Positiv verändert hat sich die Umweltpolitik der USA. Mit Barack Obama an der Spitze will nun auch Amerika etwas für den Umweltschutz tun. Ob sich die Teilnehmerländer zu einem gemeinsamen Schritt einigen können, wird der Gipfel in Kopenhagen zeigen. In der Zwischenzeit schmilzt das Eis in der Arktis weiter. Seriösen Schätzungen zufolge wird der Nordpol in den kommenden 20 bis 30 Jahren im Sommer vollkommen eisfrei sein. Als die Geburtenanzahl behinderter Kinder in die Höhe schnellte und feststand, dass vor allem Fischerfamilien betroffen waren, machte die Bevölkerung von Minamata aus Angst vor Ansteckung einen großen Bogen um die Kranken. Bald schon fiel der Verdacht auf den Chemiekonzern Chisso, der in der Bucht von Minamata als Hauptarbeitgeber der Region fungierte. Seit den 1930er Jahren hatte die Fabrik die bei der Plastikherstellung entstandenen Quecksilbermoleküle direkt in das Binnenmeer geleitet, wo sie den Meeresgrund und die Fische vergifteten. Da niemand handfeste Beweise hatte, ergriff die Konzernleitung selbst die Initiative. Ein Expertenteam wurde angeheuert, das in Experimenten mit Katzen die unmittelbaren Folgewirkungen der Quecksilbervergiftung nachwies. Das Untersuchungsergebnis verschwand in einer Schreibtischlade des Direktoriums. Die Öffentlichkeit blieb uninformiert. Wenn die Angestellten außerhalb des Betriebes darüber diskutierten, wurden sie sofort entlassen. Innerhalb der Firma gab es eine Art stillschweigendes Abkommen, dass wir über dieses Thema nicht reden. Drei Jahre nach dem Auftreten der ersten Symptome bei Menschen fanden unabhängige Forscher den Auslöser der Krankheit. Sie brachten den Fall an die Öffentlichkeit. Die Fischer von Minamata begannen sich zu organisieren. Sie blockierten den Hafen, protestierten vor dem Fabriksgelände und forderten einen sofortigen Stopp der Quecksilberabwässer. Die Manager von Chisso riefen die Polizei. Nach massiven weiteren Protesten ließ die Konzernleitung alibihalber einen Filter installieren. Ungeachtet dessen wurden die toxischen Substanzen weiterhin direkt in das Gewässer geleitet. Jahrelang zogen die Fischer von Minamata vergiftete Fische aus ihren Netzen, während Chisso von der japanischen Regierung als Vorzeigebetrieb für den Wirtschaftserfolg Japans gefeiert wurde. Die Fischer von Minamata gaben nicht auf. Kein Wort des Bedauerns hatte das Management ihren Familien gegenüber gefunden. Und die Umstellung auf eine umweltfreundlichere Produktionsmethode 1966 war eine ausschließlich profitorientierte Entscheidung gewesen.
Während sie weiterhin ihre Toten begruben, zogen die Fischerfamilien, unterstützt von den ersten japanischen Umweltgruppen, 20 Jahre nach dem Skandal vor Gericht. Der außergewöhnliche Prozess endete 1973 mit einem ebenso außergewöhnlichen Urteil. Neben Kompensationszahlungen wurde die Konzernleitung verpflichtet, sich höchstpersönlich mit den Angehörigen der betroffenen Familien zu treffen. Mittlerweile hatte die chronische Vergiftung die Schädigungen des zentralen Nervensystems verursacht, unter der Bezeichnung Minamata-Krankheit Eingang in die Medizinliteratur gefunden. Können Sie uns unsere Familien zurückgeben? Nein. Unsere Kinder? Nein. Mit Geld können Sie uns unsere Lieben nicht ersetzen. Von den ca. 17.000 Geschädigten waren viele ihr Leben lang schwer behindert. Etwa 3.000 Personen dürften Schätzungen zufolge gestorben sein. Gelernt wurde aus dem Vorfall nicht viel. Wirtschaftsboom und Konsumrausch beherrschten die 1960er Jahre. Umweltverschmutzung und die Gefahren der Ausbeutung natürlicher Ressourcen blieben Schlagworte einer häufig als hysterisch bezeichneten Ökobewegung. Eine der großen Errungenschaften des Menschen war das Erdöl. Mit der industriellen Nutzung stiegen aber auch die Risiken einer Verschmutzung der Weltmeere. Eine gewaltige Ölpest verursachte im März 1978 ein Tanker des US-Konzerns Amoco, der an der Küste der Bretagne mit einem Felsen kollidierte und unterging. Wir sind ungefähr 100 Meter vom Tanker Amoco Cadiz entfernt. Und es ist schockierend, wir hören ominöse Geräusche aus dem Rumpf. Sehen Sie meine Hand? Mindestens 30, 40, 50 Zentimeter ist hier nur Öl. Ich weiß nicht genau, wie viel Öl hier ist. Das aus dem auseinandergebrochenen Tanker ausfließende Rohöl verschmutzte mehr als 350 Kilometer der französischen Küstenregion. Die Aufnahmen dieses Kormorans schockierten die Weltöffentlichkeit. Die betroffenen Gemeinden engagierten zwei junge Anwälte, die sich auf Umweltrecht spezialisiert hatten. Corinne Lepage und ihr Ehemann und Geschäftspartner Christian Huglot beschlossen, den amerikanischen Ölkonzern vor ein amerikanisches Gericht zu bringen. Christian Huglot und ich hatten damals ziemlich viele schlaflose Nächte. Wir fragten uns, ob wir den Mumm haben, 90 Gemeinden, zwei Departements und ich weiß nicht wie viele hunderte Experten vor ein US-Gericht zu bringen, für eine Klage, die sehr riskant war. Wir mussten vor einem amerikanischen Gericht eine Straftat verfolgen, die es damals noch gar nicht gab. Es war das erste Gerichtsverfahren wegen Meeresverschmutzung und es gab keinen Präzedenzfall. Il n'y avait pas de précédent. 14 Jahre lang dauerte der Prozess. 14 Jahre lang stritten die französischen Kläger mit den amerikanischen Verteidigern, bevor das Chicagoer Gericht Amoco zu Schadensersatzzahlungen verurteilte. Zum ersten Mal wurde ein Konzernhaftungsrecht angewandt und ein Urteil nach dem Verursacherprinzip ausgesprochen. Zum ersten Mal wurde ein mächtiger Ölkonzern wegen Umweltverschmutzung schuldig gesprochen. Trotz ihres Erfolgs bleibt für Corinne Lepage ein schaler Nachgeschmack. Eine der perversen Konsequenzen aus dem Fall Amoco Cadiz war, dass die Ölkonzerne ihre Methoden änderten. Sie verkauften ihre Flotten an andere Unternehmen. Manche waren ehrlich, andere aber auch dubios und unseriös. Die Ölfirmen charterten die Schiffe und was macht jemand, der ein Schiff mietet? Er sucht sich das Schiff aus und versucht, die Miete zu reduzieren. Wie reduziert man die Mieten? Man übt Druck auf die Schiffseigentümer aus, die daraufhin ihre Crews unterbezahlen und keine Reparaturen mehr durchführen. Und dann passiert so etwas wie die Erika. C'est comme ça qu'est arrivée l'Erika.
Es ist seit 20 Jahren das spektakulärste Schiffswrack an der Küste der Bretagne. Der 180 Meter lange Öltanker Erika ist in zwei gebrochen. Es dauerte 3 Stunden, bis die 26 indischen Besatzungsmitglieder in Sicherheit gebracht waren. Solange das System solche Machenschaften deckt und es keine rechtschaffenen Kreise gibt, die die vielen verschiedenen Spieler und Geschäftspartner dazu bringen, gemeinsam für Sicherheit zu sorgen und Unfallprophylaxe zu betreiben, solange wird immer der Profit gewinnen. Zunehmende Profitgier auf Kosten der Umwelt führte in Europa zur Gründung der ersten Ökoparteien. In Österreich machten Querdenker wie Freda Meissner-Blau und Günther Nenning auf ökologische Anliegen aufmerksam. Dem Wachstum der Wirtschaft dürfe nicht der Lebensraum der Menschen geopfert werden, war das Credo der neuen Bewegung. Mit Protesten zwangen sie die Politik zu handeln und brachten damit nicht nur einen Stein ins Rollen. Als Privileg der Reichen wurde Umweltschutz in Ländern der Dritten Welt kritisiert. Ein Ausbau der Industrie war zur Bekämpfung der Armut unausweichlich. In Indien führten technische Pannen in einer amerikanischen Schädlingsbekämpfungsfabrik zum schlimmsten Chemieunfall der Welt. In der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1984 gelangten in der indischen Großstadt Bhopal infolge schlechter Wartung aus einem Tank der Union Carbide Corporation mehrere Tonnen giftiger Substanzen an die Oberfläche. Die Gaswolke überraschte die etwa 100.000 in den Elendsvierteln im Umkreis der Pestizidfabrik lebenden Menschen im Schlaf. Schwere Verätzungen der Augen und Atemwege waren die unmittelbare Folge. Zehntausende Verletzte warteten lange Zeit vergeblich auf Hilfe. Wir sind hilflos, die Kinder sterben vor unseren Augen und ich kann nichts tun. Durch direkten Kontakt mit der Gaswolke verloren tausende Opfer ihr Augenlicht, bevor das Gas in die Lungen eindrang und sie qualvoll erstickten. Auf bis zu 30.000 Tote beläuft sich Schätzungen zufolge die Opferzahl. Die indische Bürgerrechtlerin und Umweltaktivistin Vandana Shiva kam 3 Tage nach dem Unfall nach Bhopal und wollte helfen. Diese Nacht im Dezember 1984 ist für alle Inder unvergesslich. Das ist eine ganz besondere Art und Weise, wie aggressiv und brutal sich der moderne Mensch aus einem einzigen Grund der Natur gegenüber verhält, aus Profitgier. Die ständige Suche der Konzerne nach einer Optimierung der Produktionsprozesse bei gleichzeitiger Einsparung von Arbeitsplätzen und Produktionsmitteln hatte zu dieser Katastrophe geführt. Der amerikanische Chemieriese hatte seinen Standort bewusst in das Niedriglohnland Indien verlegt, in dem nur wenige Sicherheitsvorschriften galten. Das zur Vermeidung derartiger Störfälle installierte Kühlsystem, Pestizide verpesten die Luft, das Wasser und den Boden für viele Jahre, warnte sie. Das Zwitschern der Vögel im Frühling könnte bei einem weiteren unkontrollierten Pestizideinsatz eines Tages der Vergangenheit angehören. Ihr 1962 publiziertes Buch »Der stumme Frühling« sorgte für Kontroversen quer durch die US-Regierung. Als Rachel Carsons Buch erschien, arbeitete ich im Landwirtschaftsministerium und konnte mitverfolgen, wie sich ihre Ansichten auf die verschiedenen Aktivitäten des Ministeriums auswirkten. Die erste Reaktion der meisten Wissenschaftler innerhalb des Beamtenapparats war Ablehnung und Kritik. Sie sahen sich in ihren Grundsätzen bedroht. Prompt reagierten Industrie und US-Regierung in Gestalt eines berühmten amerikanischen Biochemikers. Robert White Stephens holte zum Gegenangriff aus.
The major claims in Miss Rachel Carson's book. Rachel Carsons Buch ist eine verzerrte Wiedergabe der Tatsachen und von wissenschaftlicher Beweisführung genauso weit entfernt wie von praktischer Felderfahrung. And general practical experience in the field. Miss Carson maintains. Miss Carson behauptet, das Gleichgewicht der Natur sei ausschlaggebend für das Überleben der Menschen, wohingegen der moderne Chemiker, der moderne Biologe und der moderne Forscher davon ausgehen, dass der Mensch die Natur kontrolliert. Heftige Attacken von Seiten der Chemieindustrie verhalfen dem Buch zu Publicity. Es avancierte zum Bestseller. Vor 15 Millionen Zusehern überzeugte Rachel Carson in einem CBS-Interview mit sachlichen Argumenten und befreite sich vom Image einer unseriösen Hysterikerin, das ihr die Kritiker angehängt hatten. Wir müssen daran denken, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, diesen Chemikalien von Geburt an ausgesetzt sind. Vielleicht sogar schon vor ihrer Geburt. Wie werden sie als Erwachsene darauf reagieren? Wir wissen es einfach nicht. We simply don't know. Nach tausenden Briefen besorgter Bürger unterzeichnete US-Präsident Lyndon B. Johnson zwei Jahre später ein Gesetz, das den künftigen Einsatz von Pestiziden regelte. Rachel Carson konnte ihren Erfolg nicht mehr miterleben. Sie starb einen Monat zuvor im Alter von nur 56 Jahren an Krebs. Dieses Gesetz soll die Gesundheit und das Leben aller Amerikaner vor Pestiziden schützen, die nicht vollständig getestet sind. Ich bedauere, dass jene Stimme, die sich so oft und so eloquent dafür eingesetzt hat, die Stimme von Rachel Carson, heute stumm ist. Sie wäre in diesem Moment sehr stolz auf dieses Gesetz. Chemische Produkte sollten erst nach Bewertung der Folgen für Mensch und Umwelt eingesetzt werden, forderte Rachel Carson. Als erste Wissenschaftlerin der Welt sprach sie sich für eine Vorgangsweise aus, die heute Anwendung findet. In Europa erfasste die EG chemische Substanzen erstmals 1981. Zu unserer Überraschung stellten wir dabei fest, dass etwa 100.000 verschiedene Chemikalien am Markt waren. 97% davon waren niemals evaluiert worden. Der Preis, den die Menschheit dafür bezahlt hat, ist enorm. Anders lässt sich der rasante Anstieg von Krebs nicht erklären. Wir haben eine weltweite Krebsepidemie, die sich größtenteils auf verantwortungslose Politik zurückführen lässt. Der schleißige Umgang mit der Umwelt nahm seinen Anfang in den Wirtschaftswunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Namen des Fortschritts stand das Streben nach Profit von nun an oberster Stelle, oft zu Lasten der eigenen Bevölkerung. Ein besonders erschreckendes Beispiel für das Vorgehen der Politik bot Japan Mitte der 1950er Jahre. Bewusst wurde über viele Jahre hinweg industrielle Umweltverschmutzung von der Regierung in Kauf genommen und vertuscht. Als 1952 in der Bucht von Minamata, einem Fischerdorf auf der Insel Kyushu, Katzen eigenartige Koordinationsprobleme und Deformierungen aufzuweisen begannen, schenkte dem Phänomen noch niemand Beachtung. Erst als einige Jahre später Einwohner des Küstendorfs von furchtbaren Schüttelanfällen geplagt wurden, setzten sich Mediziner erstmals mit den Symptomen der Krankheit auseinander. Zu diesem Zeitpunkt begann ein junger Arzt seine Karriere in Minamata. Ihre Hände zitterten vollkommen unkontrollierbar. Sie konnten nicht sprechen und wir konnten nicht verstehen, was sie sagen wollten. Sie sabberten und waren nicht in der Lage, gerade zu gehen, weil ihre Beine versagten wie bei Betrunkenen. Die seltsame Krankheit trat in Verbindung mit unterschiedlichen Symptomen wie Krämpfen, Blindheit, Taubheit, Gleichgewichtsverlust und einer irreversiblen Schädigung des Nervensystems auf. Viele Patienten verfielen in Agonie. London 1952. Der große Smog begann am 5. Dezember. In England hält das Wetter immer Überraschungen bereit. Vielleicht kündigt das einen schönen Sommer an.
Vielleicht. Inzwischen ergreift uns etwas anderes. Man sieht es nicht. Man riecht es nicht. Routiniert reagierten die Bewohner auf die Nebelsuppe, die die Stadt an der Themse von einem Tag auf den anderen völlig in Besitz genommen hatte. Neu daran war nur eines: die Sicht war praktisch null. Während sich hinabblickte, sah nicht einmal seine Beine. Ich erinnere mich noch gut, dass ich meinen Weg ertasten musste und mich bemühte, die Straßennamen lesen zu können. Nebel waren in London nicht ungewöhnlich, doch das Erschreckende an diesem Nebel war, dass er nicht grau war, sondern gelb. Ein schmutziges Gelb, das Husten verursachte und den Ärzten zufolge für Menschen mit Atemwegsproblemen lebensbedrohlich sein konnte. Auf diese Art realisierten wir, dass gerade etwas Furchtbares vor sich ging. So gut es ging, versuchten sich die Londoner vor dem giftigen gelben Smog zu schützen. Trotz der Gesichtsmasken, die an allen Straßenecken verkauft wurden, setzten sich toxische Partikel in den Lungen ab. 4000 Menschen starben innerhalb der ersten 5 Tage, 8000 weitere in den darauffolgenden Wochen. Kaum jemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass bei diesem kontaminierten Nebel der Mensch seine Hand im Spiel hatte. In ihrem Streben nach Profit hatte die britische Regierung jahrelang die beste Kohle exportiert und die minderwertigen Kohlestücke dem eigenen Volk verkauft. Kohleheizungen waren weit verbreitet und Privathaushalte mussten ebenso mit dem billigen Heizmaterial Vorlieb nehmen wie Firmen und Fabriken. Mehrere Winter hindurch hinterließen Ruß- und Schwefeldioxid aus den Londoner Kaminen und Fabrikschloten enorme Rückstände am Boden. Als bei Einbruch der ungewöhnlichen Kälte im Winter 1952 die Londoner kräftig einheizten, vermischte sich der frische Kohlerauch mit den Schadstoffen am Boden. Aus der Erbsensuppe, wie die Londoner ihren Nebel humorvoll genannt hatten, wurde eine tödliche Mischung, die sie auch in den darauffolgenden Wintern immer wieder in Beschlag nahm und auf die sie mit ihrem berühmten britischen Humor reagierten. Die Reserviertheit der Briten hat vielleicht auch etwas mit einer skurrilen Erscheinung in den Straßen Londons zu tun. Es ist eine Smogmaske, eine geistreiche Erfindung. Alle gesellschaftlichen Annehmlichkeiten können wahrgenommen werden. Vier Jahre nach dem großen Smog lichteten sich die Nebel. Die Regierung beschloss mit dem Clean Air Act, die Luftverschmutzung in London mit drastischen Maßnahmen zu bekämpfen. Während man in England die Luftqualität per Regierungsbeschluss verbesserte, verließ man sich auf der anderen Seite des Atlantik im blinden Vertrauen auf den technologischen Fortschritt. Mitte der 1950er Jahre genehmigte das US-Landwirtschaftsministerium den großflächigen Einsatz eines Pflanzenschutzmittels, das scheinbar keine schädlichen Auswirkungen zu haben schien. Laut Propagandafilm handelte es sich um das Wundermittel schlechthin. Der totale Krieg hat die Suche nach einem leistungsfähigen Insektizid zwingend erforderlich gemacht. Das Ergebnis heißt DDT. DDT wirkt auf das Nervensystem und die motorische Koordination der Insekten und führt in weiterer Folge zu Unruhe, Zittern, Krämpfen, Lähmung und Tod. Im Rennen um die höchsten Produktionsraten konnten Bauern nun ihren Traum von einer schädlingsfreien Landwirtschaft realisieren. Gastronomie und Supermärkte quollen über mit Obst und Gemüse. Voller Pestizide zwar, aber herrlich zum Anschauen und Reinbeißen. Systematisch wurde nach Feldern und Obstplantagen auch das Vieh besprüht und dann der Mensch.
Ganz Amerika verschwand unter einer DDT-Wolke. Ohne Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand kamen Mensch und Tier in den großzügigen Genuss des angeblich ungefährlichen Gases. Als krankhaft bezeichnete damals nur eine einzige Biologin den hemmungslosen Einsatz von DDT. Rachel Carson schlug Alarm. Im war 5 Monate zuvor aus Kostengründen abgeschaltet worden. Ebenso die Alarmsirene. Das Phänomen, das mit allen Umweltkatastrophen einhergeht, ist die Trennung von Profit und Verantwortung. Diese Aufspaltung ist meines Erachtens der Auslöser der meisten Desaster, weil sie, die gewinnen, niemals den Preis dafür bezahlen. Nach wie vor streitet Union Carbide jede Verantwortung ab. Nach 10 Verhandlungen zahlte der Chemiekonzern zwar Schadenersatz an den indischen Staat, doch bis heute sind Luft und Grundwasser vergiftet und Hunderttausende leiden immer noch an den Folgeschäden. Nur wenige Ereignisse unterstreichen das allmähliche Erwachen des Gewissens gegenüber der Umwelt und sozialer Krisen. Bhopal und Minamata haben eindrucksvoll gezeigt, dass technologischer Fortschritt nicht zwangsläufig zu menschlichem Fortschritt führt. Wenn wir den technologischen Fortschritt nicht mit demokratischen Mitteln kontrollieren, wird er sich gegen uns wenden. Gegen diesen Fortschritt um jeden Preis protestierten mit Erfolg Kernkraftgegner in Österreich, als sie die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf verhinderten. Die Demonstrationen in Österreich verliefen friedlich. In Frankreich griff die Polizei in die Protestmärsche ein. Ein junger Umweltaktivist starb, nachdem ein Polizist eine Handgranate in die Menge geworfen hatte. Nach den Ölkrisen der 1970er Jahre setzten viele Regierungen auf die Entwicklung der Kernenergie als vermeintlich sichere Alternative zur Stromherstellung. Wie es um die Sicherheit der Kernkraftwerke tatsächlich stand, zeigte ein Störfall am 26. April 1986 in Tschernobyl. Die Sowjets hielten ihre Reaktoren immer für extrem sicher. Der Physiker Alexandrow behauptete bei verschiedenen Anlässen, man könnte ein Atomkraftwerk direkt auf den Roten Platz stellen und nichts würde jemals passieren. Das Kernkraftwerk in Tschernobyl im Norden der Ukraine galt tatsächlich als Vorzeigekraftwerk der UdSSR. Massive Konstruktionsmängel und schwere Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften führten zu jenem Super-GAU, mit dem das Werk letztendlich in die Geschichte einging. Im etwa 4 Kilometer entfernten Pripyat, einer Stadt, die nur für die Familien der Kraftwerksangestellten gegründet worden war, ging das Leben für die 48.000 Bewohner unmittelbar nach dem Unglück ungestört weiter. Die geruchlose und unsichtbare radioaktive Wolke bemerkte niemand. Die erste Information, die wir bekamen, war folgende: ein Unfall, ein Brand, kein Wort von einer Explosion. Anfangs teilte man mir sogar mit, es hätte keine Explosion gegeben. Die Konsequenzen dieser Fehlinformation waren dramatisch. Dank des schönen Wetters befanden sich die meisten Einwohner von Pripyat im Freien. Die Luft, die sie einatmeten, enthielt die 50-fache Menge der zugelassenen Höchstdosis an Radioaktivität. Die weißen Blitze dieser Aufnahme zeigen, wie die radioaktive Strahlung auf den Film wirkt.
Zwar wunderten sich die Passanten über die eigenwillige Kleidung der Soldaten, die die Radioaktivität in den Straßen messen sollten, doch eine offizielle Auskunft gab es nicht. Unsere alten Kriterien waren vollkommen wertlos. Natürlich hatte es bei uns und bei den Amerikanern bereits Nuklearunfälle gegeben, doch man hatte sie immer geheim gehalten. Nie zuvor war ein Unfall in diesem Ausmaß passiert. Wir dachten damals noch, dass wir den Reaktor im Mai oder Juni wieder in Betrieb nehmen können. Als die Messergebnisse aus Pripyat im Kreml eintrafen, blieb den Verantwortlichen keine andere Wahl mehr. 36 Stunden nach dem Reaktorunfall wurde die Evakuierung veranlasst. Dass es ein Abschied für immer wird, wussten die Menschen nicht. Innerhalb der folgenden Monate starb ein Drittel der Bevölkerung. Pripyat mutierte zur Geisterstadt. Satellitenaufnahmen.